Nummer zwei. Moment mal. Matthias, spürst du das auch? Was? Was ist mit dir? Diese Aura. Spürst du das nicht? Was für eine Aura, Denise? Nee, irgendwas ist hier. Warte mal. Hörst du das? Denise, hast du einen Knall? Das ist Denise, bist du jetzt völlig bescheuert? Nach Hause telefonieren. Nach Hause telefonieren. Oh mein Gott, da ist ein UFO. Ein UFO? Oh mein Gott, ein UFO. Ja, danke auch für dieses schauspielerische Meisterwerk. Kommen wir zu richtigen Meisterwerken. Das Kolani-Ei oder auch einfach das UFO von Lünen. Das steht bereits seit über 20 Jahren auf dem ehemaligen Zechenturm der Zecheminister Achenbach im Ortsteil Brambauer. Entworfen wurde es vom Künstler Luigi Colani als Zeichen des Strukturwandels im Ruhrgebiet. Zunächst existierte der Zechenturm mit dem UFO nur als Skizze des Künstlers, dann setzten sich aber viele Leute für die Umsetzung ein. Und mit Fördergeldern wurde das Kunstwerk dann realisiert. 2009 wurde die Raumkapsel zur Business Lounge umgebaut und mit Designermöbeln eingerichtet. Das UFO kann seitdem für Konferenzen und Events in luftiger Höhe angemietet werden. Auch das Kolani-Ei wird nachts beleuchtet und ist somit ein beliebtes Fotomotiv im Revier. Wow. Dieser Clip war ganz große Kunst, ne? Wenn ihr noch mehr Kunst wollt, hier unten gibt es ganz viele Clips. Ich würde euch empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren, einen Daumen nach oben dazulassen. Oder auch einen Kommentar zu schreiben, ne?